Jetzt begrüße ich Dr. Sonja Menzel aus Leipzig. Guten Tag. Sie ist dort genossenschaftliche Beraterin, und zwar insbesondere für den Bereich der Wohnungsgenossenschaften. Und sie ist Gründungsmitglied und langjähriges Vorstandsmitglied der Innova EG, einer Beratergenossenschaft für Genossenschaftsgründungen, sowie auch Vorstandsmitglied des Bundesvereins zur Förderung des Genossenschaftsgedankens, also geballte Kompetenz zum Thema Genossenschaft. Herzlich willkommen, liebe Sonja, heute zu unserem Gespräch. Ich möchte gerne mit dir über deine Erfahrungen plaudern, die du in der Beratung von Genossenschaften gesammelt hast über die langen Jahre hinweg. Und zuerst einmal möchte ich ein bisschen etwas wissen. Wie bist du eigentlich zum Genossenschaftsgedanken gekommen? Und wie waren die Anfänge der Innova EG? Was waren da so die Hintergründe der Gründung? Ja, das ist eine sehr lange Zeit im Rückblick, die man da betrachten muss. Ich habe also in Leipzig Ökonomie studiert und bin natürlich mit den zahlreichen oder anteilig vielen Genossenschaften im Agrar- und Wohnungsgenossenschaftlichen Bereich in der DDR natürlich auch groß geworden und habe selbst dann, ich habe nach der Ausbildung an der Universität und dem Forschungsstudium in der Geografie gearbeitet und dort in diesem Akademieinstitut die wesentlichen Grundlagen für die interdisziplinäre und intermediäre Arbeit gelernt und erfahren und natürlich auch selbst gelebt. Und so kam dann Anfang 90er Jahre über das Thema Wohnungsgenossenschaften und in Leipzig unsere alternative Genossenschaft Konnewitz, also so ähnlich aus der Hausbesetzerszene und die gesamte Altschuldenhilfeproblematik der Wohnungsgenossenschaften auf uns zu. Und so habe ich dann mit anderen Initiatoren ein bisschen spät, erst 1994, den Sächsischen Verein zur Förderung des Genossenschaftsgedankens gegründet, der sich dann um diese Gründung bemüht hat. Und seit dieser Zeit bin ich natürlich auch sehr aktiv im Bundesverein gleicher Intention aufgenommen worden, habe dort auch mitgearbeitet und zugleich im Wohnbund, der sich natürlich auch für kleine und neue Genossenschaften sehr engagiert hat. Und ich denke, das ist ein wichtiger Zusammenhang. Damit vielleicht kurz zum Bundesverein. Der ist ja nun schon, der wurde am 14.03.1986 in Bonn gegründet. Und ihr seht schon, die 33 Jahre haben noch nicht ausgereicht, um die Genossenschaft so bekannt zu machen, beziehungsweise in Politik und Verwaltung dann so zu etablieren, dass sie auch eher entsprechend für die Umsetzung des Förderzwecks für Nachhaltigkeit und Demokratie eine entsprechende wirtschafts- und soziale Organisation gleichrangig gefördert werden kann, beziehungsweise gesehen werden kann, auch natürlich im Wissenschafts- und Bildungsbereich wie andere Formen. Und das ist mein Anliegen, deswegen bin ich da auch drin. Dieser Bundesverein hat einen Bildungsauftrag, um wesentlich über die Grundprinzipien und wesentlichen Merkmale einer Genossenschaft, und das ist ja ein sehr, sehr breites Spektrum, Gott sei Dank, was man damit alles machen kann, und die Umsetzung in Politik, Wissenschaft und Praxis, also zu befördern. Man kann dann näher gucken, was im Einzelnen für Foren, Tagungen, Forschungsprojekte da laufen unter www.genossenschaftsgedanke.de. Da sieht man dann ganz gut, was aktuell gerade getan und diskutiert wird. Dieses Jahr ist es im Oktober die Umsetzung des Förderzweckes. Wir diskutieren in Berlin. Eine wichtige Frage noch im Hintergrund ist das politische Engagement des Bundesvereins für Genossenschaftsgedanke. Damit ist keine spezielle Partei gemeint, sondern natürlich die Genossenschaften. Also welche Stellungnahmen sind im Sinne von kleinen Neugründungen, auch in neuen Bereichen wie IT, Energie, Wassergesundheit und auch Wohnen, denn erforderlich im Interesse der kleinen und neuen Genossenschaften, sich dort entsprechend, wenn Neuregelungen im Verbraucherschutz, im Anlegerschutz gemacht werden, sich dort mit einzubinden. Und wir sitzen dann auch in dieser Expertenkommission, siehe Neuregelung, Novelle 2003, jetzt 2017. Dort ist es erforderlich, dass also nicht nur im Sinne von großen Genossenschaften, Bestandsgenossenschaften mit vielen tausend Mitgliedern diskutiert wird, sondern auch im Sinne von kleinen, um eben bürokratische Hürden und finanziellen Aufwand hier
klein zu halten. Ja, und wie kommen wir jetzt zur Innova AG? Eigentlich gleiche Mitgliederstruktur oder ähnlich. Auch hier sind neue Genossenschaften mit, also Organisationen, die selbst Genossenschaften beraten und fördern, Promotoren und Ausbildung und Beratung aus dem Bereich für Genossenschaften entsprechende natürliche oder juristische Person Mitglied. Die Innova AG ist eigentlich nur ein Anlass. Also ich weiß nicht, ob das eine eigene Genossenschaft, kein Verein, der Bildung, Beratung und Forschung für neue Genossenschaften nun erst seit 2001 betreibt. Und der Bundesverein ist hier Gründungsmitglied dieser Innova AG. Der Anlass, ja? Entschuldigung, warum braucht man denn so eine eigene Struktur für Genossenschaftsgründung, für Beratung? Was ist denn das Besondere gegenüber anderen Wirtschaftsformen? Warum braucht es diese eigene Struktur mit dieser Vielfalt auch an Mitgliedern, die du gerade beschrieben hast? Welchen Hintergrund hat das? Na, einmal auf der Seite der Interessenvertretung derjenigen, die nutzen wollen, also Bürger, Interessenten, Selbstständige, Kooperationswillige, Interessenten aus dem, das können juristische Mitglieder, Kommunen, also aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich sein, die dann also gemeinsam einen nutzen wollen, einfach den Förderzweck, wo ich also mich selbst beteilige und demokratische Strukturen habe, ein Mitglied, eine Stimme, dass man das umsetzen kann. Und der Hintergrund ist, es ist wenig bekannt, es gibt wenig, sag ich mal, Erfahrung und es gibt besondere Herausforderungen dieses Prozesses vom Interesse an der Gründung einer kooperativen Struktur bis zur Umsetzung und Stabilisierung. Und deshalb ist das wichtig. Und wir hatten ja auch zu Beginn der Innova AG wirklich, dieser Anlass war ja auch eine Gemeinschaftsinitiative, also ein Projekt, das Equal-Projekt der Gemeinschaftsinitiative Equal von 2002 bis 2007, wo sich dann so viele Erfahrungen aufgebaut haben, weil eben Kerngruppen von Arbeitslosen auch in eine Produktivgenossenschaft begleitet worden sind, Einzelselbstständige in eine für sie stabilisierende Struktur und entsprechende Unterstützung und Förderung gefunden worden. Der letzte Grund ist natürlich, obwohl das nicht der Kern der Genossenschaft ist, wenn wir stabile Genossenschaften vor Ort haben, auch im ländlichen Bereich, also wenn Arbeitsplätze entstanden sind, Leistungen genutzt werden können, die es sonst so nicht gibt oder nicht in dieser solidarischen und nachhaltigen Form, beziehungsweise auch zu dem Preis, den sich der Kunde, der dann das Mitglied ist, wünscht, dann ist es immer wichtig, eine solche Form zu kreieren, zu stabilisieren und eben auch die Leute dazu zu motivieren und dass man diese Kooperation gemeinsam aufbauen kann. Jetzt habe ich aber irgendwie den Anfangsgedanken gerade verloren. Die Frage war? Warum ist es nötig und was sind die Besonderheiten in so einem Gründungsprozess, der kooperativ ausgerichtet ist oder auf eine Genossenschaft hin ausgerichtet ist? Und einer hat schon gesagt, die Form ist sehr wenig bekannt. Genau. Und die Innova hat ja auch einen speziellen Beratungsansatz entwickelt für dieses Prozedere. Wie sieht der aus? Ja, der Beratungsansatz ist eigentlich aus der Praxis heraus geboren. Das ist nämlich der lange Entwicklungsprozess. Also wirklich der Fokus auf darauf, die Interessenten und Gründer dort abzuholen, wo sie mit ihren Zielen sind und zu gucken, ob denn eine genossenschaftliche Organisations- und Rechtsform für sie auch wirklich richtig und wichtig ist, ob das geeignet ist, ob es auch entsprechende Formen, ob ein Geschäftsbetrieb dort sinnvoll ist, ob das nicht vielleicht dann doch ein rein idealer Ziel ist, so dass ein Verein reicht. Und wenn wir natürlich immer Gewinn- oder renditeorientierte Ziele im Mittelpunkt haben, dann ist die Genossenschaft mit Sicherheit nicht richtig, sondern es geht ja hier um den kulturellen, sozialen und vor allem auch wirtschaftlichen Sinn, den Zweck, den Nutzen für die Mitglieder. Und wenn das da ist, dann können wir nach einer entsprechenden Orientierung gemeinsam, dazu kommen wir ja dann noch, sagen, ja, hier können wir gemeinsam etwas tun, wobei das Motto, das Besondere der Innova ist immer Hilfe zur Selbsthilfe. Das hört sich jetzt so schön an, so Empowerment von Gruppen, von Teams, zum nächsten Schritt verhelfen. Es gilt da wirklich ganz klar aufzunehmen, also was bringen die Leute mit, ganz genau zuzuhören, was ist der Bedarf,
welchen Bildungsbedarf gibt es, wie, was müssen wir uns über den, über die Ziele der einzelnen Mitglieder vorstellen, lassen sich Geschäftsfelder dort als Genossenschaft identifizieren und entwickeln, wie können wir zum nächsten Schritt helfen. Dazu braucht es Information, natürlich Qualifikation, saubere Analyse vor Ort, ne? Also nicht nur der Leute, sondern natürlich auch des Umfeldes, ne? Dann entsprechend zu helfen, entsprechende Marktanalysen zu machen und die Aktivierung aller Partner vor Ort. Und das, also koordinieren, moderieren und vernetzen, schöne allgemeine Begriffe, aber das ist genau das, was es zu tun gilt. Und das Gegenteil wäre Dienstleister. Ne? Also nach dem Motto, wir machen das schon für euch. Und das ist der falsche Ansatz. Den fahren wir nicht. Das heißt, ihr legt jetzt nicht den Hauptwert auf die Erstellung des Businessplans zum Beispiel. Ah, also kann man. Na, Wert in der Gründung. Doch, wir legen Wert auf den, aber es ist so, wir erstellen nicht den Businessplan für die Gründung, sondern die Ergründer stellen ihn selbst. Das ist dann Teil der sogenannten Planungsphase. Also wenn wir uns in der Orientierungsphase klar geworden sind, worum geht es eigentlich in diesem Gründungsprozess, soll eine genossenschaftliche Form weiterverfolgt werden. Wir haben also am Ende eine sachbezogene und sehr fundierte Entscheidung. Wollen wir jetzt zusammen eine Genossenschaft aufbauen? Sollen wir euch da helfen, bilden, begleiten in der entsprechenden Planungsphase oder nicht? Und wenn dann die Planungsphase kommt, dann geht das natürlich ganz konkret zur Sache. Dann spielt natürlich die Genesis der Satzung und die Qualifizierung des Teams genauso eine Rolle wie der stückweise Aufbau des Geschäfts- und Wirtschaftsplans. Und das ist nach dem Geschäftsplan oder vor dem Geschäftsplan, der wird sich, der konkretisiert sich also stückweise. Wir brauchen die Kostenstruktur, die Finanzierungsstruktur. Und wenn sich in dem Team jemand findet, also der dann natürlich sich dort speziell drauf fokussiert, wir müssen ja gucken, wie ist die Gruppe, wie ist das Team aufgestellt, wer kann hier verantwortlich in den Rollen des Aufsichtsrates und des Vorstandes agieren und wer übernimmt dann für den Geschäftsbetrieb auch die Verantwortung. Und dafür sind wir da, also zu kurz zu sagen, so, jetzt ist das dran, jetzt ist das dran, wir führen sozusagen konsequent zum nächsten Schritt. Aber so, dass es das Team macht und nicht wir als, wir sind keine Dienstleister, muss ich nochmal sagen. Wir sind, ja, wir forschen, wir beraten. Wie lange dauert so ein Prozess? Bitte? Wie lange dauert so ein Prozess in der Regel? Ja, da gibt es keine Regel. Je nachdem, wie aufgestellt die Gruppe kommt und um welchen Bereich es sich handelt. Also ich habe jetzt hier gerade im Nachbarort eine Gruppe aktiver, die in solidarischer Landwirtschaft eine neue Genossenschaft gründen. Die sind also bereits betriebswirtschaftlich und inhaltlich ausgezeichnet aufgestellt. Das wird sehr schnell gehen. Im Bereich von Bundesgenossenschaften kann das schon mal vorkommen, dass das viel länger dauert, weil die Gruppe ja ein geeignetes Grundstück benötigt und das dann natürlich auch entsprechend beplanen muss. Und bevor man das kaufen oder per Abermacht bekommen kann, kann das unter Umständen sehr lange dauern. Deswegen haben wir auch dieses Thema Motivation dazwischen. Und es kann schon mal sein, ne? Also dass jetzt hier, manche wollen jetzt, haben dann doch vom Wohnen und Leben in der nächsten Zeit entsprechende konkrete Vorstellungen, wollen oder müssen ausziehen oder gemeinsam mit ihrem behinderten Kind eine neue Wohnperspektive entwickeln. Und dann ist es schon ganz hier ganz wesentlich, auf entsprechend auch Grundstücke mit beplanen zu können. Da komme ich natürlich gleichzeitig wieder auf die Verantwortung, da kommen wir sicher noch drauf. Andere Bereiche auch von Bund und Ländern, dass wir hier auch für die Nutzung von, also für sozialen Wohnungsbau und für Genossenschaften natürlich auch Grundstücke bekommen und nicht nur für große Fonds in der Spekulation. Also das bedingt sich schon immer ein bisschen. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, wie weit ist die Gruppe entwickelt. Manchmal im ländlichen Raum gibt es auch eine Bürgerinitiative. Also das ist, die haben eine bestimmte Lücke vor sich, die sie gerne füllen würden, Schwimmbad erhalten, also eine neue betreute Wohnform schaffen, mit entsprechenden Umfeld, mit anderen Strukturen, die auch noch erhalten werden sollen, oder müssen Bürgerzentren,
Ja, und dann heißt es natürlich, die entsprechenden Akteure vor Ort zusammenzubinden. Dann haben wir wieder die Koordination im Vordergrund, dann ist es gar nicht mal das Grundstück die größte Herausforderung. Das ist in aller Regel da oder man kann es entwickeln. Man muss immer schauen, was wesentlich ist. Das sind schon die gesellschaftlichen Herausforderungen. Also alles, was nicht unbedingt renditeorientiert und dem neoliberalen System zugehörig ist, sondern was kompensiert werden muss und kann. Dann können Genossenschaften nützlich sein, aber da fehlt natürlich viel, um dort entsprechend dran zu, also dort abholen, wo die Akteure sind. Das ist und bleibt unser Thema, ob das lang oder kurz ist. Ne? Es kann auch mal passieren, dass wirklich die Gruppe erstmal, ja, eine Ruhepause braucht. Die meldet sich dann nach einem Jahr wieder. Das ist durchaus möglich. Ne? Aber wobei wir gucken wollen, dass sie eben nicht scheitert. Das ist immer wieder zu motivieren und mit neuen Fragestellungen zu helfen. Und deswegen heißt es, wer bei Innova anfragt, bekommt auch eine Antwort. Und wenn das am Sonntag ist, das ist auch in Ordnung. Aber na, also wir müssen einfach gucken, dass wir erfassen, was ist jetzt genau wichtig und an der Stelle helfen. Du hast jetzt, dein Schwerpunkt ist ja das Wohnen und Genau. die Wohnungsbaugenossenschaften gehören ja auch zu den tradierten Genossenschaften in Deutschland. Ja. Und die Frage des Wohnens ist ja auch gerade jetzt aktuell in Berlin wird diskutiert über Enteignung und Mietendeckel und so weiter. Und ich glaube, das Thema Wohnen ist ja alles andere als politisch gelöst im Moment. Das ist richtig. Gibt es da irgendwie eine übergeordnete Koordinierung oder auch politisches Sich-Einmischen dieser Wohnungsbaugenossenschaften, die da jetzt in Gründung sind? Wird das gehört gesellschaftlich, politisch oder wie schätzt du das ein? Das ist im Einzelnen sehr unterschiedlich, weil ja auch die großen Städte, die großen Kommunen im Moment stückweise beginnen, zumindest da, wo der Wohnungsmarkt sehr eng geworden ist. Das betrifft für die letzten 3 Jahre inzwischen auch Leipzig. Hier entsprechend städtisch gegenzusteuern und Koordinierungsstellen zu schaffen für kooperative Wohnprojekte. In der Ausformung dann nicht nur Genossenschaften, das können auch Formen im Mietshäuser-Syndikat sein oder genossenschaftliche Grundstrukturen, die in Kombination mit Eigentum, mit Dauerwohnrechten und mit sozialem Wohnungsbau agieren, das ist alles in Ordnung. Leider ist das Kind dann meistens schon ziemlich stark in den Brunnen gefallen, wenn der Blick auf die neuen Genossenschaften fällt. Und gerade dann sind die Herausforderungen besonders groß geworden, weil ja die Bodenrichtwerte und die Verkehrswerte sehr stark steigen und steigend begriffen sind. Und dann jetzt hier noch an Grundstücke zu kommen, wo schon im Moment also alles weitgehend verteilt und immer wieder verkauft wird, ist schwierig. Du hast es schon richtig gesagt, es bleibt nichts anderes, als sich politisch dort einzumischen und zwar sachlich, fachlich wirklich sehr gut vorbereitet anhand der Analysen in den einzelnen Gebieten. Dann haben wir noch die Länder dazwischen, bis wir zum Bund kommen. Auch hier ist die Wahrnehmung von gemeinschaftlichen Wohnprojekten, speziell von Genossenschaften, sehr unterschiedlich und wird auch sehr unterschiedlich gesehen. Rheinland-Pfalz kann ich da hervorheben. Die gucken, wo die Lücken sind, was man dort machen kann, wie Beratung unterstützt wird, zum Beispiel durch eine Bewohner-Moderationsförderung für neue Genossenschaften, für Subjektförderung, für Genossenschaftsmitglieder, die das selbst nicht stemmen können. Ihr habt ja vielleicht gehört, also seit Jahren haben wir die KfW-Förderung für bis zu 50.000 Euro hoch für die Genossenschaftsmitglieder. Aber wenn natürlich die Besicherung immer ihr kleines Häuschen ist, also genau wie beim Eigentum, haben wir dann nicht viel gewonnen und es können kaum Mitglieder in Anspruch nehmen. Zumindest im Osten Deutschlands eigentlich gar keiner oder fast keiner. Also man kann immer noch etwas tun. In den Ländern, mit den Ländern, ein bisschen ein besonderes Thema ist natürlich so etwas, gerade solche Brennpunkte wie Berlin oder vielleicht auch Hamburg, München und Stuttgart, hier ist natürlich mehr nötig. Na, also das sind politische Fragen, wo sich auch kleine Genossenschaften zusammengeschlossen haben und dort vor Ort, in Berlin hat ja viele neue Genossenschaften und sich zu Wort melden. Da muss man immer im Einzelnen gucken, was ist gerade der politische Wille und inwiefern und bis wohin können die Genossenschaften wirtschaftlich dem auch folgen. Und da ist im Moment
weder von rechts noch von links irgendeine Bewertung. Da können wir sagen, das ist gut und das ist auch gut. Aber wir müssen einfach gucken, was dort möglich ist und was nicht. Das muss man sachlich und das muss man einfach betriebswirtschaftlich erben. Mehr kann ich dazu in dem Sinne auch nicht sagen. Aber ansonsten müssen wir wirklich gucken, dass wir sowohl in der Orientierung und auch in der Stabilisierung dieser neuen und kleinen Genossenschaften etwas machen. Wir versuchen es im Verein ja insbesondere auf der Strecke, so Kleinanlegerschutz und Genossenschaftsgesetz. Wir haben im Moment wieder Missbräuche im genossenschaftlichen Sektor und die führen dazu, dass also die BaFin dann ganz viel kontrollieren möchte, unter anderem auch unsere Genossenschaftsverbände. Es wird also gerne mal das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Und das sind dann Fragen, wo wir ganz einfach im Sinne der kleinen und neuen Genossenschaften uns bündeln müssen und entsprechend mitdiskutieren. Das war zum Beispiel auch gestern der Fall. Also es gibt solche Runden, da wo dann die großen Verbände sich zusammenschließen, aber die kleinen eben nicht gesehen werden. Und dort müssen wir unbedingt vorhanden sein an den Stellen und mitdiskutieren. Für und mit den neuen Genossenschaften. Kannst du vielleicht mal so ein oder zwei besonders herausragende, vorbildliche Beispiele nennen, jetzt gerade auch im Wohnungssektor, von so einer Art Leuchtturmprojekt oder Modellprojekt, die da vielleicht auch zukunftsweisend sind? In der genossenschaftlichen Praxis, selbst von, na, wo die Gründe, ja, also, die größten Herausforderungen haben natürlich in den Wohnungsgenossenschaften diejenigen, die auch inklusives Wohnen befürworten und natürlich das dann auch in die Praxis umsetzen. Da würde ich schon, also die Stadt Freiburg mit der Robinets mal als Beispiel durchaus nennen, die vor vielen Jahren ja versucht haben, aus dem Verein Lebenshilfe heraus die Eltern mit ihren zum Teil mehrfach behinderten Kindern sich dort einzusetzen und ein genossenschaftliches Wohnprojekt mit Neubau, Neubau ist ja immer eine besondere Herausforderung, dort zu bauen, zugleich in diesem Prozess dann auf die entsprechende Konzeptvorgabe der Stadt, in dem Falle Freiburg, einzugehen und das auch zu nutzen, diese Ausschreibung. Und zum Zweiten, es gibt ja sehr viele befreundete Senioren oder Familien, die im Alter gemeinsam dann wohnen wollen. Und diese Gruppe hat eben dann 10 Wohnungseinheiten mitgeschaffen, die Gruppe dort mit aufgenommen, die kein Grundstück hatte und dann entsprechenden Pflegedienst und pädagogische Betreuung reingenommen. Und zugleich natürlich, wir wissen ja in dem Bereich, was angesagt ist, das ist dann immer die Miete, also der gesamte sozialrechtliche Bereich, der sollte uns schon auch sehr stark interessieren. Und wir sollten dann gucken, dass diese Kostenmiete, die ja für viele, viele Jahre bestehen bleibt, solange eben die Bindung der Kredite ist, 20 Jahre und länger, dann auch zu halten. Und wenn dann wir dann heute die sogenannten Kosten der Unterbringung, da haben wir dann im städtischen Kontext irgendwo 5 € stehen und die Kostenmiete ergibt durch den Neubau aber 9. Und dass wir das dann auch durchboxen, wenn man das dann auch wirklich zu bekommen, dass dieses doch gleichberechtigte Leben für alle, auch für die mehrfach Behinderten, gelingen kann. Das finde ich schon sehr gut. Andere Bereiche, die ich auch sehr befürworte, ist, wenn Bürgermeister oder kleine Gemeinderäte versuchen, in ihrem dörflichen Umfeld Wohnen im Alter zu realisieren und gleichzeitig Zentren schaffen für die Bürger, die sich dort entsprechend treffen können. Ich nenne das immer Multifunktionsräume, die von mehreren Mitgliedern dort getragen werden. Aber es muss immer jemand geben, der dort vorangeht und die Idee stellt, der sagt, die Grundstücke, das ist der Ort Gillenfeld, das ist, also es gibt im Moment eigentlich viele. Oder Senioren- und Bürgerzentrum in Wesselburen ist auch so ein, also wo wirklich die Bürger gemeinsam mit der Stadt, gegebenenfalls noch mit der Kirche, wenn dann Grundstücke also gemeinsam sich ranmachen, die in dieses entsprechende soziale Infrastruktur mit Wohnen im Zentrum oder in der Mitte aufzubauen. Ideen gibt es dazu viele, aber das dann, ne, wir müssen ja die einzelnen, nicht nur bei der Erzeuger-Verbrauchergenossenschaft, die beiden Mitgliedergruppen, also beide harmonisieren und die Interessen ausgleichen. In dem Fall sind das dann häufig noch mehr. Und wenn dann der örtliche Apotheker oder der kleine bäuerliche Betrieb und dort Mitglied wird und sagt, ja, für mich ist das auch ganz wichtig, ich habe hier künftig sehr viel davon, nicht nur den Umsatz in meiner Apotheke, sondern vielleicht möchte meine Mutter oder ich selbst mal später in einen solchen
in eine solche Wohnform ziehen. Also ich denke, dass man da nicht, Genossenschaft ist ja nie etwas Kurzes. Ich gründe ja keine Genossenschaft nur für 3 Monate oder für ein Jahr und gehe nach, sondern das ist eine sehr langfristige, nachhaltige Geschichte. Und da finde ich Wohnen schon gut. Und last not least, in den Städten, Hilfe, mein Haus wird verkauft. Na, das ist also, unser Haus wird verkauft. Also in Leipzig erlebe ich das im Moment ganz oft. Und dann ist natürlich der Turbo angesagt, wie können wir möglichst schnell alle gemeinsam das Haus übernehmen und den Businessplan aufstellen. Und da ist dann wirklich, also das ist zum Teil manchmal sehr sportlich, was wir da für und mit den Mitgliedern gemeinsam durchboxen in dem Tempo. Vor allen Dingen, weil ja zum Schluss auch noch die Bank kommen muss und sagen, jawohl, der Plan ist so, okay, wir geben euch einen Kredit. Und hier spielt natürlich dann breite Solidaranteile für Mitglieder. Einer gibt für den anderen Pflichtanteile, investierende Mitglieder, die Oma und die Freunde und alle steigen mit ein. Also die genossenschaftliche Form ist schon geeignet, auch solche Schnellgründungen auf den Weg zu bringen. Aber wir müssen die Instrumente nutzen und beherrschen. Das heißt, die Gruppe muss es tun. Oder Okay. vielleicht so ein paar, von Stadt und Land mal so ein paar Beispiele. Die Genossenschaften haben ja auch, also gerade im Wohnungsbereich, auch eine positive oder vorbildliche ökologische Funktion, ne? Durch das Einsparen von Ressourcen, durch Ja. gemeinsam nutzen statt kaufen, ökologischer Fußabdruck ist ein Riesenthema. Ganz explizit ist das natürlich in den Ökodörfern oder ökologischen Ja. Lebensgemeinschaften ein Thema. Hast du da noch irgendwie so ein, zum einen ein tolles Beispiel oder zum anderen auch so einen Ausblick, wie sich der Sektor noch vielleicht in diesem Bereich noch stärker entwickeln kann angesichts der Klimadebatte und so weiter? Ja, also auch hier würde ich auf mehrere Geschäftsfelder in der Genossenschaft gerne kommen wollen. Also im ländlichen Bereich, wenn ich an die Wohnungsgenossenschaft in Janishausen bei Riesa denke, dann beginnt man mit dem Wohnen, wurde also Zwangsversteigerung ein großes Rittergut übernommen von älteren Frauen. 5 Leute haben an jedem ja, und dann guckt man natürlich, im Moment haben wir dort im Agrar wirklich viel solidarische Landwirtschaft dort noch mit, also mit dem Wohnen wurde begonnen, dann wird ein Blockheizkraftwerk gekauft, es wurden alte denkmalgeschützte Gebäude saniert, unter der Voraussetzung, dass wir natürlich heute diese Energieeinsparverordnung, die wir ja haben, ist da ohnehin schon versiegt. Aber hier kommt es auf die Materialien an. Strohballenhäuser werden eingesetzt zum Bau von Genossenschaften, Holzbauweise. Also ich denke, da gibt es eine ganze Menge schon im Bau- und Wohnbereich, aber es ist, weil eher bauen statt wohnen. Und hier ist, denke ich, auch nochmal eine ganze Menge an Aufklärung nötig, was man auch in den Städten da nutzen kann. Wir versuchen in die Konzeptvorgabe, die Städte so ein bisschen zu coachen oder diese Dinge in die Konzeptvorgabe auch reinkommen. In Leipzig jetzt zum Beispiel sollen Gebäude, da die sind schon relativ wenig instand gesetzt worden aus den 30er Jahren, dann vielleicht genossenschaftlich aufgefangen werden, dass wir sagen, gut, okay, auf die 2 Etagen würden wir gerne eine entsprechende Holzbauweise aufsatteln und so. Also mit entsprechenden Architekten, die sich dafür sehr interessieren, das auch gemeinsam zu tun. Ja, also solidarische, also ökologische Landwirtschaft boomt im Moment, aber da ist natürlich, hier sind die wirtschaftlichen und steuerlichen Fragen natürlich vorne. Da müssen wir an der Stelle versuchen, reinzukommen. Der Burkhard Flieger aus unserer Innova EG hat dort auch eine Gruppe von Genossenschaften zusammengefasst im Moment, die dort einen sehr starken Erfahrungsaustausch auch im ökologischen Landbau betreiben. Also die Gründungsleitfäden, die es dazu gab, sind eben steuerlich noch nicht so ganz fit. Also dass man also guckt, da wo sind die Lücken, wie können wir denn den nächsten Neugründungen da richtig helfen und die gegenwärtigen auch stabilisieren, damit man nicht zwischendurch mal abknickt und sagt, ja, es sind zwar wunderbare ökologische und nachhaltige Ziele, aber aus Gründen, die wir hier nicht zu verantworten haben und die uns eben die Gesellschaft überhilft, ist das noch nicht so. Also wir müssen am Ende immer gucken, wo ist der Fokus, was muss noch verbessert werden und was können wir an der Stelle mit und für den Genossen, für die Genossenschaften auch wirklich tun. Und da kann man, das sind manchmal einzelne Stellschrauben,
Oder können wir, dürfen wir nicht locker lassen? Insgesamt ist es wirklich, es rechnet sich ja nicht eins zu eins. Wenn man sagt, ja, wir machen jetzt mal ökologischen Landbau und stellen dann noch 3 Wohnhäuser hin und dann machen wir den ersten Businessplan, dann sieht das ja häufig noch nicht so richtig gut aus. Da müssen wir eben schauen, wie wir das wirtschaftlich und nachhaltig auf die Füße bekommen. Ich muss auch sagen, wir haben in der Zwischenzeit auch Banken, die da uns begleiten, auf der ich muss die Umweltbank hier wirklich mal nennen, die hilft uns an den Stellen, dass bei wirklich entsprechend guter Eigenkapitalausstattung, die müssen wir natürlich bringen und das ist auch gar nicht so das Problem, wenn denn die Gründer wissen, wie man das richtig anstellt und was man mit investierenden Mitgliedern, Fördermitgliedern alles machen kann und wie die Mitgliederdarlehen eben nach dem Kleinanlegerschutzgesetz richtig aussehen. Wenn wir das alles sauber einstellen, ist das schon möglich, auch eine Eigenkapitalquote mal von 25 bis 30% hinzubekommen. Das, beziehungsweise, aber wie gesagt, das müssen wir, und dann gibt es sicher eins, die örtlichen Banken hängen uns noch ein bisschen hinterher. Ich würde doch gerne, gerade wenn es um regionale genossenschaftliche Projekte geht, den Sparkassen oder Volksbanken in manchen Regionen doch noch mehr zutrauen wollen, aber die gehen da noch nicht so richtig ran. Das hat auch verschiedene Gründe. Also wir können es nicht ganz alleine machen. Wir brauchen auch finanzielles Umfeld, das uns unterstützt. Und dazu gehören natürlich auch die Annuitätendarlehen. Die Förderung will ich jetzt gar nicht weiter benennen, dann kommen wir hier in Schwierigkeiten. Also die ist eh. Ne? Also man, so wie es eine kleine Förderung für Genossenschaften gibt, wird immer gesagt, ja, das benachteiligt wieder andere Rechtsformen. Auch hier muss man genau gucken, welche Branche und wen betrifft es denn genau. Also das kann man, man kann nicht Bausch und Bogen sagen, alle, wir brauchen eine intensive Förderung der genossenschaftlichen Wirtschaftsweise und die anderen eben nicht. So funktioniert es nicht. Ja, liebe Sonja, ich denke, wir sind am Ende zumindest unserer Zeit. Ach so. Danke für deinen Einblick und nochmal für alle, die sich informieren möchten über Gründungsprozesse und Unterstützungsmöglichkeiten, die können sich informieren unter Innova EG. Das steht nachher auch nochmal in den Folien. Vielen Dank an Sonja Menzel aus Leipzig und auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen.